Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit zwei polnischen Umweltorganisationen lud der BUND Mecklenburg-Vorpommern zu einem mehrtägigen Seminar nach Ludwigslust ein. Das Thema: der Erhalt von Altbäumen auf Dämmen, am Beispiel der Störwasserstraße in der Lewitz-Region. Der Einladung folgten 35 leitende Mitarbeiter aus Bau- und Umweltministerien, Wasser- und Schifffahrtsämtern, Wasserbauingenieure und Mitglieder von Umweltorganisationen aus Polen. Eine Exkursion am 3. Juli führte an die Orte, an denen sogenannte Renaturierungsmaßnahmen getroffen wurden. Denn die Eichen beim Störkanal sind zwar erhalten geblieben, dennoch mussten Bäume gefällt werden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten beim Störkanal mussten ja doch Bäume gefällt werden, auch wenn die Eichen auf dem Störkanal erhalten geblieben sind. Am Rande sind ja doch auch viele Gehölze gewesen, auch zum Teil sehr alte Gehölze, die gefällt werden mussten. Und dafür wird ein Ausgleich gefordert. Und der ist zum Teil dann hier auch umgesetzt worden. Also sehr ortsnah auch. Und eine Renaturierung von so einem Gewässer ist dann eine sehr gute Kompensationsmöglichkeit. Die Dämme der Störwasserstraße entsprachen nicht mehr den statischen Anforderungen. Auf einem Teil der Dämme befindet sich eine Eichenallee. Die Bäume sollten zunächst abgeholzt werden. Erst umfangreiche Proteste haben das verhindert. Für die Ausgleichsmaßnahmen an der Alten Elde und dem Klinkener Bach sind der Wasser- und Bodenverband Untere Elde und die Pöri Deutschland GmbH verantwortlich. Wir haben jetzt im Zuge der Planung verschiedene Sachen in einem Projekt vereint. Zum einen die Ausgleichsmaßnahmen von dem Eingriff am Damm an der Störstraße, aber halt auch gleichzeitig die Aufwertung der Gewässer damit reingenommen, also im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie die Ziele hier versucht umzusetzen und das Ganze gebündelt und in diese Planung reingenommen. Und gerade zum Beispiel bei Gehölzfällungen ist es klar vorgegeben, dass diese 1:1 auszugleichen sind. Und das haben wir im Zuge der Gehölzplanung oder Anpflanzungen hier auch berücksichtigt. In zwei Bauphasen werden die Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Von Oktober letzten Jahres bis März wurden die ersten Bauarbeiten vollzogen. Im September bis Februar 2020 soll die nächste Bauphase erfolgen. Die polnische Delegation machte sich ein Bild von den bisherigen Maßnahmen. Was wir hier gesehen haben, diese Herstellung der morphologischen Durchgängigkeit, machen wir auch zurzeit auf den Grenzgewässern in Polen, sprich an der Lausitzer Neiße und an der Grenzabschnitt der Oder. Und wie wir hier sehen konnten, dann versuchen wir auch das auf unserem Gebiet fortzufahren. Für mich war es am interessantesten zu sehen, welche Lösungen hier gefunden wurden, um die Eichen am Störkanal zu erhalten. Polen hat auch ähnliche Dämme, auf denen Bäume wachsen, unter anderem auch Eichen. Und es war gut, hier zuzusehen, wie man mit den Eichen umgeht. Mit zahlreichen Ideen reist die polnische Delegation wieder zurück in ihre Heimat. Das Seminar des BUNDs beweist einmal mehr, wie wichtig internationaler Austausch über den Umweltschutz ist.